Als wir die Maimühle vor 7 Jahren wieder eröffnet haben, war eigentlich von Anfang an klar, dass wir auch sofort auf das Thema Wein setzen werden. Und der erste Schritt war die Einrichtung einer regionalen Vinothek. Und die haben wir nach und nach mit Leben gefüllt und bieten heute Weinproben und Weinwanderungen in den Weinbergen an. Das Besondere an unserer Lage hier am Dreiländereck ist einfach die Vielfalt. Man muss sich vor Augen halten, dass hier viele Grenzen zusammenstoßen, sowohl die Ländergrenzen zwischen Bundesländern, aber auch zu Frankreich und Luxemburg. Bei den Gerichten, die wir bei uns im Restaurant anbieten, steht bei uns immer das regionale Produkt im Mittelpunkt. Aktuell wäre das der Käse von Maries Ziegenhof in Silvingen mit Jacobis Apfelbalsamico, Bellmacher Linsen und geröstetem Bauernbrot. Ich bin Frederik Theiss. Zusammen mit meiner Frau Editha sind wir die Gastgeber im Restaurant Maimühle, hier in Perl am Dreiländereck von Deutschland, Luxemburg und Frankreich.